Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Paragon. Wir zocken jetzt den frisch erschienenen neuen Champ Jin oder Yin. Moment. Wait, muss man eben hier tippern? So, auf jeden Fall spielen wir jetzt den neuen erschienenen Champ Yin. Ich muss mir mal eben kurz die Spells durchlesen, bla bla, dies, das, Ananas, Rückschlag, bla 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 bla. Ich denke, wir fangen mit der E an. Ja, die E. Die E ist so ein geradliniger Skillshot, soweit ich das verstanden habe. Reichweite des Grundangriffs auf bla 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 erhält 100% Spalten, 6 Sekunden Dauer, bla bla. Okay. Ja, also der E ist quasi einfach nur so eine Auto-Attack-Verlängerung. Dann können wir die Gegner nämlich schön auspeitschen. Ja, ansonsten, Jin ist Luft, oder Yin, ich sag mal Jin. Yin ist Luftelement, die kann Projektile abblocken. Der Dude hat gleich schon kein Mana mehr. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Paragon mehr gezockt. Bin auch schon wieder ziemlich low gedroppt, aber hey. Okay, ich glaube, der hat einen Mana-Rack sich geholt. Oh. Okay, Last Hit mache ich auch schon mal besser. So, Base Mounts mal wieder ein bisschen. So. Wir spielen wohl mit drei Premates. Vier Premates. Ich bin der Einzige, der solo unterwegs ist. Ich habe gerade mal ein bisschen Werbung für mich gemacht. Denn ich habe ja jetzt mein erstes Hate-Video bekommen. Ziemlich lächerlich, aber ey. Was soll man machen? Ohne Neider kann man halt nicht erfolgreich werden. Fuck. Jetzt ziehen wir mal einen Pott hier, weil sonst macht er mich kaputt. Ja, den konnten wir jetzt auch mal ein bisschen geben. Aber guck mal, die Q wäre schon wieder ab. Okay, da war so ein Gank am Start. Ich spiele den Yin oder spiele die Yin jetzt mal volle Pulle aggressiv als Assassin quasi. Damit meine Peitsche richtig wehtut. Wir machen so ein kleines Domina-Bild, würde ich mal sagen. So, Rechtsklick, schleudert gegnerische Projektile zurück. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. So, wir haben jetzt einen Punkt. Unsere Wave ist. Wow, 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 wow. What? Okay. Na, wie er mich steifen will. Ich wollte gerade noch zurückgehen. Boah. Jawohl. Habe ich eine Assist gekriegt? Jawohl, ich habe eine Assist gekriegt. Wenn er zwei Karten macht, ich gehe eben zurück. Ja, ich bin heute von der Montage wiedergekommen. Deswegen konnte ich den. Konnte ich die. Mein Gott, ich will immer den sagen. Aber es ist ja eine die. Halt, stopp, einen muss ich rückgängig machen. Denn ich habe auch an Wards gedacht. Ja, ich bin heute von der Montage wiedergekommen, deswegen konnte ich leider Yin, jetzt habe ich jetzt langsam, nicht direkt am Dienstag zocken, was mir ziemlich leid tut. Weil dann ist mal wieder so ein Champ, den ich ziemlich interessant finde. Wobei ich mir ja jetzt das eine Video von Peneos angeguckt habe, von Gamerholics, wo es heißt, dass die für Solo-Queue eigentlich ziemlich schlecht sein sollte. Denn die Ult ist ein bisschen speziellerer Natur. Ich mache zuerst die E. Denn ich will eher so als AD Carry durchgehen. Und viel mit Auto-Attacks arbeiten. So, wir versuchen uns jetzt erstmal an einem Gank. Stellen da nochmal ein kleines Wörtchen hin. Oh, der klebt ganz schön an seinem Tower. Aber unsere Midlane ist halt ausgepusht. Deswegen denke ich, können wir es mal probieren. Ah, schade. Jetzt wäre die Frage, wo portet er sich zurück? Gehen wir hier hinten rum. Mal ein bisschen sneaky. Wo ist der? Wo ist denn der Feng Mao jetzt? Okay. Ja, der Dings kommt jetzt auch hier rüber.
Der Gideon. Ich will den jetzt nicht face checken. Ah. Ah, ich weiß nicht, ob ich diven kann. Boah, komm, wir probieren's. Wir gehen jetzt nochmal hin und versuchen, den Weg abzuschneiden. Komme ich noch schnell genug? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, fuck. Nicht mehr schnell genug da gewesen. Fuck it. Ah, Mann, 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 Mann. So close. Aber in der Mitte wird jetzt langsam die Luft dünne. Oh, jetzt können wir aber was machen. Komm, und jetzt können wir was machen. Jetzt können wir doch nichts machen, der ist zu schnell. Fuck it. Ah, okay. Gut, gehen wir wieder zurück in die Mitte. Da ist leider nichts mehr zu holen. Schade. Naja, gut, egal. Ja, Jin. Jin. Mein Gott. Jin, Jin ist alles dasselbe. Wow. Okay, Jin ist halt, quasi, ja, ich würde schon fast sagen, ein krasser Assassin. So. Also wir können quasi mit unserem Rechtsklick gegnerische Projektile zurückwerfen. Und mit der Ult können wir das wohl auch, können wir eintreffende Projektile quasi verlangsamen, dass man den vielleicht eventuell dodgen kann, und da drin kann man dann ein Projektil dann zu dem Gegner zurückwerfen. Inwiefern das funktioniert, beziehungsweise inwiefern es so funktioniert, dass wir... Oh shit, ist der schon Level 6? Nein, ist er nicht. Inwiefern das funktioniert, dass wir uns vielleicht sogar aussuchen können, auf welchen Dude wir die Projektile zurückwerfen, wäre natürlich geil und interessant zu wissen. Aber ich denke mal, wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Denn das wäre ja geil, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Grimm-Echse die Ult auf einen einen Dude werfen können, der ziemlich low ist. Anstatt dann einfach nur gerade wieder zurück zu der Grimm-Echse. Oh, jetzt habe ich die Q gedrückt. Wollte ich gar nicht. So. Wir gehen nochmal shoppen. An sich, ich bin ziemlich behind. 8. Minute, 11 Farm. Finde ich, ist glaube ich ziemlich schlecht gewesen. Ich meine, ich bin aus Paragon komplett raus. Ich habe so lange kein Paragon mehr gezockt. Das ist eine Grenze schon an Vergewaltigung. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall schon mal Attack Speed. Denn ich will die Peitsche fliegen sehen. Die muss ratatatata machen. Klatsch, klatsch. Da muss ich anhören wie... ja, das sage ich jetzt nicht. Vielleicht schauen jüngere Leute zu. Aber wie in so einem erwachsenen Schmuddelfilm, sag ich mal. Wenn so ziemlich feuchte Sachen passieren und so. Aber hey, genug davon. Sonst werde ich noch wieder ein Opfer von so einer Hater-Attacke. war schön auf jeden Fall. Ich war ja auf Montage und dann habe ich mir nur gedacht, what the fuck geht da ab, Alter? Und ohne Scheiß, diese Hater-Attacke, die war mega geil, weil da ist halt so ein Ding gewesen, wenn jemand keine Ahnung hat, was er tut, und der mich eigentlich anstatt zu zerstören, wie er gesagt hat, und zu dissen, sich einfach nur lächerlich gemacht hat und mich sogar gepusht hat. Wow, ich habe gerade voll die Lags. Was ist hier los? Was meine Mutter? Hast du gedacht, kannst du mich einfach so engagen oder was, Junge? Okay, fuck, ich bin da nicht mehr rausgekommen. Oh lol. Ich hab's noch versucht, aber bin da nicht mehr rausgekommen. Alles klar, man kann ja, man hat jetzt so eine Deathcam. Ich meine, davon habe ich so halbwegs am Rande was mitbekommen. Dass sich jetzt viele Sachen verändert haben. Aber es hat sich leider noch nicht das verändert,
was ich mir wünschen würde. Ja? Dass man sich halt wie bei, sag ich mal, jetzt League of Legends einfach, beste Beispiel, sich die Karten in jedem Game kaufen kann und nicht vor dem Game aussuchen muss. Aber das habe ich ja schon oft genug angesprochen, Leute. Das würde ich mir halt wünschen. Oh, wow, wow, wow. Achso, jetzt habe ich hier Ult gedrückt. Ah, alles klar, okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall schon mal gesehen. Die Ult. Sieht auf jeden Fall alles ziemlich smooth aus von dem Champ. Mein gut, das ist man ja vom Paragon eigentlich gewohnt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich... Damit mache ich nur die Abklingzeit. Ich muss die Q zuerst maxen. Leute, erst die Q maxen, dann die E. Weil mit der E macht ihr nur die Duration-Zeit. Beziehungsweise die Abklingzeit. Und die ist so minimal. Und die Duration-Zeit eigentlich relativ hoch. Dass das eigentlich, dass man die nicht hochskillen muss. So, oh. Chimera. Zack, den Green Buff geschnappt und weg hier. Hier lang ist keine gute Idee. Oh, fuck. Aber den Green Buff habe ich schon mal. Help, dude. Komm, da ist der erste Kill. Jawoll. Ausgepeitscht habe ich ihn. Oh, und wenn man jetzt ein bisschen mehr Attack Speed hat. Oh, hallo, Leute, was geht? Komm her. Wenn man ein bisschen mehr Attack Speed hat, dann geht die, glaube ich, schon echt ordentlich ab. Komm her, du Vieh, ich peitsche dich aus. What? Okay, ist das geil. Geil, Alter. Die Ult ist richtig schnieke. Ah, fuck. Aber habe ich denn lange genug in dem Tower gebaitet? Stirbt der? Ne, schade. Aber das ist das mit der Deathcam, ist auch eigentlich recht geil gemacht. Na, ah, ich bin zu weit von dem Dings weggelaufen. Ich bin zu weit vom Rampage weggelaufen. Der hätte mich eigentlich safen können. Aber, naja, dafür muss man schon bei dem Tank bleiben, ne? Also ich werde, denke ich mal, auch ziemlich, lange ziemlich low bleiben. Sprich, weil ich habe keinerlei extra AP dabei. Weil ich wollte mal wirklich mal einfach mal komplett für die erste Runde... Was eigentlich voll dumm ist, weil normalerweise sollte man sich ja erstmal an den Champion herantasten und mal so langsam gucken, ja, wie spielt er sich, wie fühlt er sich an, weil ich habe ja jetzt quasi schon einen Punkt auf jeden Fall verskillt. Ich hätte die Q jetzt schon auf Maximum und dann würden wir natürlich schon mehr Schaden machen. Jawohl, da haben wir. Aber ihr kennt das Spiel, ich will zerstören, ich will reingehen und deswegen bin ich halt mal voll aggressiv gegangen. So, jetzt haben wir hier auch den Tower schon down. Hinter uns geht die Action ab. Okay, den haben wir. Ich will da hinter dem her. Kriege ich den noch? Komm, treff dein... Nein, schade. Kann ich ihn diven? Ich weiß es nicht. Ah, nee, keine gute Idee. Shit, ich habe gedacht, ich komme in die Reichweite. Kommt der mir hinterher? Ja. Ausgepeitscht, Junge. Greedy Move, Junge. Oh, da ist noch ein Tower.
Bam, Alter, auch gekillt. Nice, man. Oh, fuck. Da ist noch einer. Weg hier. Geronimo, weg hier. Okay, der ist behind me. Aber der hat auch keine Ult mehr. Obwohl, ich bin safe. Nice. So haben wir uns doch schon mal gut was holen können. Jetzt könnten wir hier eventuell noch den Feng Mao abfangen. Aber das wird, glaube ich, zu greedy. Ich weiß auch nicht genau, wo er ist. Ah, der ist abgehauen. Okay. Nice. Sollen wir uns mal eben von 1-2. Ne, von 2-4 auf 4-2-2 hochgecarried. GG. Einmal greedy in den Tower gelaufen und die alle reingebaitet. Geil. Gefällt mir. Ja, ich bin leicht gesundheitlich wieder mal angeschlagen. Wobei es war jetzt die letzten Tage war ein bisschen schlimmer auf der Montage. Denn ich habe übelste Probleme mit meinem Ohr. Oh lol, die haben schon aufgegeben. Ja, so konnten wir jetzt leider nicht viel oder keinen großen Einblick kriegen von Yin. Bis auf das Deck eigentlich funktioniert. Vielleicht sollte man ein bisschen AP einbauen. Aber im Großen und Ganzen fand ich schon, war geil. Ne? Leute, wenn ihr das genauso fandet, dann lasst mir eine Bewertung da. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das natürlich auch gerne tun. Würde mich auf jeden Fall freuen, öfter von euch zu hören. Also Leute, schreibt mir Kommentare, wie fandet ihr Yin, wenn ihr sie schon gespielt habt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.